Ich muss jetzt irgendwie an was zu essen kommen. Gibt's irgendein total einfaches Crafting-Rezept oder so? Ich wollte ja mal welche zusammensammeln, ne? Aber ich habe bis jetzt eigentlich noch nicht wirklich einfache gefunden. Am einfachsten ist halt wirklich immer eine Holzschale und zwei Pilze. Dann kriegst du halt Pilzsuppe raus. Okay. Und ich glaube, du kannst auch nur. Ich glaube, irgendwie, Schrammo hat doch von Samensuppe gelebt. Ich möchte nicht von Samensuppe leben. Schon gar nicht von Schrammos Samensuppe. Ja, das sowieso, aber. Holzschale, die mache ich vermutlich einfach aus Holz, ne? Genau. Kannst dich auch in dein fancy Crafting Table stellen, dann macht es ein bisschen einfacher. Ja, das ist. Holz und Pilze ins Inventar und ab geht's. Stimmt, dazu müsste ich nur Pilze finden. Aber es müssen zwei unterschiedliche Pilze sein, hast du gesagt? Nee, es können sogar zwei gleiche sein. Achso, das ist nicht schlecht. Aber ich habe da sogar Pilze und ich habe da nochmal Pilze. Das heißt. Shroom Powder. Jetzt. Ich habe Holz und Pilze im Inventar, aber er will mir keine Pilzsuppe machen. Okay, dann musst du das manuell machen. Das tut mir leid, da musst du das machen manuell. Das ist so wie so ein Dreieckform aus Holz. Habe ich schon, aber. Und dann zwei Pilze übereinander und darunter eine Bowl. Und dann ging das bei mir jedenfalls immer. Zwei Pilze. Huch. Untereinander und darunter eine Bowl. Nö. Komisch, dann sind es vielleicht die falschen Pilze, dann müssen das ganz spezielle sein. Also diese normalen, die man in Minecraft immer findet. Ja, ich schaue einfach nochmal. Vielleicht nehme ich auch einfach von dem Mushroom hier einfach mal mehrere. Vielleicht war das andere auch kein Pilz, ich weiß es nicht. Sah jedenfalls aus wie ein Pilz. Sah aus wie ein Pilz, roch wie ein Pilz. Es muss ein Pilz sein. Ja. Ah, jetzt geht's. Achso, eins, wunderbar. Zwei. Drei. Jetzt habe ich drei Pilze. Jetzt darf ich wieder rausgehen und Wasser machen. Oh Mann, ey. Ich mache mir jetzt hier drinnen irgendwo eine Wasserecke. Ich müsste eigentlich die Küche mal erweitern, aber um die Küche zu erweitern, Sachen abreißen und dann habe ich das alles wieder im Inventar. Vielleicht. Ja gut, ich wollte das Farmhaus ja eh ausbauen. Dann ist das jetzt erstmal noch so lange Provisorium und das ist mein Mülleimer. Den habe ich auch noch nie zu Ende gebaut. Wenn das Farmhaus ausgebaut ist, also erstmal muss ich mir jetzt Kuchen machen und ich verbrauche damit schon seit 36 Minuten versuche ich mir Kuchen zu machen. Oh, jetzt ist das Licht wieder weg, jetzt muss ich wieder die Webcam nachsteuern. Okay, ich suche jetzt Pilze. Mach das. Das Langweilige, was es gibt. Wassereimer ins Wasser tunken. Ins Inventar gehen, ins Crafting-Menü ziehen, Freshwater-Bucket rausziehen, Wasser einmal wieder ins Wasser tunken, wieder ins Crafting-Menü gehen. Das ist so aufregend und spannende, packende Action. Das ist. Hui. Leute, ich weiß, ihr habt riesen Spaß dabei. Es ist echt toll, es ist unglaublich, aber ich selber könnte gleich weinen. Ostrich fern. Ostrich? Ja, Ostrich, Ostrich. Ach, schön. Aber hier sind auch gerade irgendwie keine Pilze. Hier sind nur diese Toadstool-Dinger. Wenn du die kaputt hast, kriegst du aber auch Pilze raus. Ja? Also, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht. So Baumstämme, an denen so Dinger dran sind, weißt du? Nö, wenn ich Toadstool haue, kommt eine Toadstool raus. Kein Toad? Mhm. Der Prinz ist in der Nasekastel. Hab ich früher mal nicht verstanden, was der von mir wollte, als ich klein war. Ich wusste nur, dass ich danach noch weiterspielen musste. Richtig. Zwangsweise, weil es halt einfach so passiert ist. Ja. Wird gleich dunkel. Ja, ich schwimme auch schon wieder nach Hause. Keine 5 Minuten Ruhe hier, unglaublich. Schon wird es wieder dunkel. Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist immer länger Nacht als Tag, ne? Also schneller Nacht als dann Tag ist. Deutsch ist schwierig. Ja, das ist deutsche Sprache, gute Sprache. Hm? Ach ja, kann weg, das kann er wieder. Was ist das eigentlich für ein pornöser Baum, der hier gewachsen ist? Das hier brauche ich. Oh, nicht so viel Sprinten, Charakter, nicht so viel Sprinten. Was ist das? Ach, das ist Brot. So, alles klar. Ich bin zu Hause, das heißt, wir können schlafen. Ach, das war auch alles Floor. Ich lieg im Bett. Ja, Sekunde, ich muss noch gerade. Das war zu viel Floor, da geht nur ein ganzes Deck rein. Alles klar.
So, ich bin Flur abgelegt, dann floriere ich jetzt ins Bett. Perfekter Übergang. Mhm. Irgendwie habe ich Kopfschmerzen heute. Ja, so ein Kopfschmerztag. Habe ich auch schon mitgekriegt. Ja, und ich muss jetzt schon wieder überlegen, wie ich mich weiter ernähre. Da ist noch ein Raw Chicken, das könnte ich auf jeden Fall verwenden. Ich habe noch einen Cheeseburger. Was brauchte ich denn noch dafür, um das herzustellen, was ich machen wollte? Ach, Honig, ne? Das ist ja kein Problem, davon habe ich ja genug. Los, Zuschauer, ihr guckt das da hier doch immer so fleißig. Dann könnt ihr mir mal einfache Rezepte, die ich mit meinen 5 Materialien hier habe, in die Kommentare schreiben. Dass man die einfach nicht rausnehmen kann, dass man immer da draufklicken muss, das nervt. Das Raw Chicken schmeiße ich mal darin. Sollte vielleicht vorher das Glas rausnehmen, weil sonst passiert nichts. Raspberry Pie. Wow, so viel Raspberry Pie. Wahnsinn. Nice. Und dann gucken wir mal, da müsste ich ja aus dem anderen, aus, da sind noch mehr Raspberries und da sind noch Blueberries, da sollte ich die ja auch draus machen können. Blueberries. Guck mal gerade, ich hatte so viel Fleisch gesammelt, dass das echt schon alles wieder weg ist. Blueberry Pies, so viele Blueberry Pies. Jetzt brauche ich hier, glaube ich, Zucker. Draußen einfach noch ein paar Tiere schlachten. Ist das Zucker? Das ist Zucker. Muss ich meine Duggy Bees wieder für mehr Honig auspressen. Das haben die verdient. Aber mein ganzes Inventar ist voll mit Kuchen. Geil. Aber die kriegt man auch nicht so wirklich vermehrt, die Duggy Bees, weil du kriegst ja immer nur einen von diesem Royal Jelly da. Nee, du musst immer das Glück haben, dass du die findest dann. Okay. Jetzt kann ich wirklich bald meine Bäckerei aufmachen. Das ist ja richtig nice. Ich werde dein treuester Kunde. Krieg ich Rabatt? Ja, ja. Also es gibt dann halt immer so Punktekarte, weißt du? Ah, cool. So ein Sugar habe ich übrig gelassen. So ein Dough kann auch hier rein. Das waren Schneebälle, ja, alles klar. Das war Dünger, den habe ich in meinem Regal aufbewahrt. In der Küche, ist klar, macht man auch so. Oh, das wär's doch, so ein Punktekarten-Mod. Und jedes Mal, wenn du dann ja. Zu irgendwem hingehst, stempelt der dir noch deine Treuekarte ab oder so. Das wäre richtig gut. Das ist eine Cherry. Hier hinten sind keine Tiere, die ich liebevoll umbringen kann. Schade. Sieht das lecker aus. Holiday Cake. Tof. Brauche ich dafür? Oder Potato Starch, Apple Sauce oder ein Ei. Ich weiß immer nicht, wie man das mit den Eiern macht. Ich werde das mir schon tausendfach in die Kommentare geschrieben, aber ich bin halt dumm. So würde ich das jetzt nicht nennen. Milch und Mixing Bowl. Ich brauche, also ich sollte mal wieder ganz viel Milch sammeln gehen. Mein Kühen, das mache ich jetzt mal. Damit ich einfach schon mal einen Vorrat an Milch kriege, weil man braucht immer dieses Sour Cream und der Kirschcake sieht ehrlich gesagt wirklich, oh, den möchte ich unbedingt machen. Wir müssen irgendwann mal wieder zusammen streamen und dann wieder so eine lange Tour in irgendeine Richtung machen. Oh ja, ich hätte vor allen Dingen würde ich gerne mal in diesen Asia-Tempel, in dieses Gebiet gehen. Alle haben das jetzt irgendwie schon gesehen und auch Franz Metallbaum würde ich mir gerne mal angucken und dann kann ich auch gleich den Teleporter da hinlegen. Ja, das müssen wir mal machen. Unbedingt. Zeig mir deine Euter. So ist brav. Da kriegt man ja 4 Stück raus, das ist ja geil. Nice. Noch mehr. Super, ich gehe jetzt auf Kuhsuche. Hallo Kühe. Ich sollte euch mal. Ja, ich weiß, größeres Gehege und so, ich weiß, aber soon, TM. Also, ja, hatte ich ja. Hatte ich überhaupt noch? Bald rüstet Hanni auf Bio-Bauernhof. Ja, ja, ich war da einen richtig schönen Bio-Bauernhof. Also da lebe ich auch nur von den Produkten der Tiere und nicht von ihrem Fleisch natürlich. Ja. So einen Bio-Bauern haben wir bei uns tatsächlich. Gibt es immer nur ganz, ganz, ganz wenig Eier und wenig Milch. Das ist auch cool. Das ist super teuer, aber halt wirklich richtige Bio-Qualität. Ja, gut, aber meistens schmeckst du den Unterschied auch oder merkst ihn zumindest. Ne? Ja, drastisch. Also ich finde zum Beispiel, ich liebe ja Tomaten und gerade so, wenn du dann im, ja, zur Saison wieder frische Tomaten und sowas kriegst, das schmeckt einfach so viel geiler, als wenn du diese komischen, dieses ganze Jahr über gibt. Ja, ich versuche halt auch immer, wenn es geht, nur aus den Sachen, die es in Deutschland gibt und die aus Gewächshäusern notfalls und so weiter kommen, dann zu leben, weil ich finde es halt einfach auch von der Umwelt schwierig, Sachen, die dann mit dem Flugzeug nach Deutschland geflogen werden, zu essen. Ist doch, das ist doch dann nicht, das ist doch scheiße. Richtig. Das geht doch nicht. Was ist das? Teeleaf? Was kann ich aus Teeleafs machen? Da kann ich tatsächlich Raspberry-Eistee machen und Chai-Tee mit Black Pepper. Sowas wüsste ich leider aber nicht. Nee, Black Pepper brauchte ich eben. Huah! Ach, schon wieder Poison. Ich brauche viel mehr Raspberries. Ich muss ganz viel Raspberries einpflanzen.
Die sind so gut, daraus kann ich so viel machen. Ich habe jetzt auch ganz viel Raspberry-Kuchen und so gemacht. Oh, Kuchen. Was braucht man immer so für so einen Kuchen? Das hat ja bestimmt auch so eine Grundzutat und dann einfach... Ja, du musst auf jeden Fall halt mal Teig machen, ist klar. Teig muss auf jeden Fall mal her. Und dann brauchst du eigentlich da halt einfach auch nur so Grundzutaten. Also ich habe aus so eine Teigkugel machst du halt aus Mehl. Ist klar, du brauchst Mehl dafür, ist logisch. So Chemie kann ich mal hier, ich möchte Raspberries einpflanzen. Oh Gott, wie das schnell alles nachwächst. Und da brauchst du Salz für und Fresh Water und so eine Mixing Bowl, wo du das Ganze halt mixen kannst. Und dann kriegst du so eine Teigkugel raus. Und aus der Teigkugel kannst du sowieso total viel Scheiß machen. Aber vor allem. Ist Fresh Water einfach. Aua. Du nimmst einfach einen ganz normalen Eimer und packst den ins Wasser. Und dann packst du den Eimer Wasser ins Inventar und dann kriegst du nochmal einen Eimer Wasser raus, ohne dass du den Eimer Wasser verschwendest und so. Kannst du stundenlang Wasser farmen, was ich ja gerade die ganze Zeit gemacht habe. War total lustig. Ich sehe es. Also Fresh, wie mache ich diese Mixing Bowl? Weißt du das? Sonst google ich das. Weiß ich nicht mehr, wie es geht. Ich kann nicht schreiben, Mixing Bowl. Du funktionierst wie Holz, Holz, Holz und ein Stick. Das sollte ich, glaube ich, hinkriegen. Ich benutze gleich mal kurz mein Easy Crafting Table, also nicht wundern, wenn es leckt. Alles klar. Sollte ich zumindest machen können. Mixing Bowl. Muss ich mal was war das Fresh machen? Was brauchte ich noch? Ich habe jetzt Mixing Bowl und Fresh Water. Naja, warte, ich guck noch mal bei den Dingern, wie man die herstellt. Na, nö, kann ich das doch gerade konnte nur sein, wie nennt sich das? Ja, auswendig habe ich das jetzt auch lang, so aus einer Kurzzeitgedächtnis schmeiße ich die Dinge wieder raus. Ah, da ist Teig. Okay, Moment. Das Mixing Bowl, Flour, Flour, die kann ich nicht aussprechen. Cherry. Wie mache ich das? Aus Wheat und ein Mortar und Pestle, den mache ich aus Zeugs und einem Stick. Okay. Was ist das eigentlich für eine Techno-Musik, die gerade bei mir im Hintergrund ist? Schrecklich. Hätte ich irgendwo noch Knochenmehl? Ein weißt du, bei diesem Mörser-Dings da, ob ich da einfach irgendwelchen Stein nehmen konnte oder musste das irgendwas Spezielles sein? Ich weiß nicht, ich glaube, es musste nichts Spezielles sein. Okay. Das kann ich mit Bone Meal gar nicht. Wachsen die in Pötten nicht? Kann sein, dass sie nicht in Pötten wachsen. Na, dann muss ich den woanders einpflanzen, damit er. Wo wächst er am besten? Plains und Forests. Aber ich bin doch hier in der Nähe von einem Forest, da muss ich nur in den Forest reinlaufen. Das ist nicht mehr als Tundra, sondern Forest und dann kann ich den pflanzen. Das ist Tiger. Aber von der Tundra in die Tiger, ist klar. Nice. Ist das hier Forest? Tiger, 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 Tiger. Och, dann gehe ich wieder, denke ich doch in die andere Richtung. Gucke mal gerade, dann nehme ich einfach mal hier den. Und was habe ich denn halbwegs was? Doch mal rein. Irgendwie sowas wie normalen Cobblestone oder sowas? Nein? Okay. Habe ich hier irgendwas drin? Nein. Gott, die Sonne neigt sich schon wieder dem Ende entgegen, aber es dauert noch eine Weile. Nee, okay, das war es nicht, was ich haben wollte. Ich verstehe manchmal immer noch nicht so ganz die Reihenfolge von diesen Sachen hier. Die Äpfel wachsen einfach auch nicht. Meh. Na, ihr gebt ja auch Milch nie, ne? Auch wenn das realistisch wäre. Schafsmilch ist auch lecker. Ich mag ganz frische Ziegenmilch. Also so länger geht die nicht, aber wenn die ganz frisch ist, gerade frisch gemolken, ist Ziegenmilch echt großartig. Und schmeckt die auch gar nicht so nach Ziege, wobei das ja auch immer darauf ankommt, wie man die Ziege hält. Wenn die nur wirklich Kräuter und so frisst und nicht irgendwelches anderen Scheiß an Futter, dann ist Ziegenmilch und Ziegenkäse großartig. Man schmeckt da auch wieder extrem den Qualitätsunterschied. Underground Biomes Constructs. Marble. Mit Marble stand da gerade, kann ich das machen. Den habe ich tatsächlich. Das könnte klappen. Ich Forests. Hier wächst die am besten. Ja, dann packe ich mal hier. Das soll ja noch ganz groß werden. Dann muss das auch hier in meine Gartenanlage. Wieso? Da steht doch immer, dass die voll schnell wachsen. Wieso wachsen denn meine Nüsse nicht? Warum kann ich den jetzt schon wieder nicht machen? Da stand gerade, dass das mit Marble geht. Andesit.
Bettgranit. Bamboo, Gneis. Da ist Marble und ein Stick. Daraus sollte ich diesen komischen Mörtel machen können. Ja, das habe ich auch daraus gemacht. Marble, Marble, Marble und ein Stick. Nicht? Hä? Ich bin so verwirrt gerade. Warum geht das nicht? Ich sage hier schon Kirschbaum und der funktioniert auch nicht richtig, der scheiß Kirschbaum. Ich hab da Gneis, Cobblestone. Vielleicht muss ich den Marble irgendwie brennen oder sowas? Ja, das muss wahrscheinlich gebrannter sein. Marble kann ich nicht brennen. Oh, plötzlich Kirschbaum.